Mein Lieben, das ist wieder Larry vorne. Seid mir ganz recht herzlich gegrüßt, willkommen und guten Tag. Wir sind hier bei Exquisite und ja, wir müssen jetzt mal schauen. Ich gehe mal ganz kurz auf die Karte, Map, da steht's, und ich glaube, dass wir bei der guten Peggy noch mal eine Runde weiterkommen. Das heißt, da ist, glaube ich, noch einiges zu regeln. Wir müssen irgendwie mit der noch mal über Exquisite so ein bisschen quatschen, ne? Und wir gucken mal, wo wir sie so haben. Hm? Oh, da ist ja hier reden, unterhalten. Da bin ich wieder, Miss Peggy. Oh. Hallo, Arsch. Ihr wisst ja, ich bin verliebt, da taucht Exquisites auf. Meine lieben Leute, ist das nicht ein Traum von einer Frau? Seht euch, das ist das wunderbar. So, pass mal auf, dann ist die Option Exquisites. Pass mal auf, was hast du denn zu dem Typen so zu verkaufen, Schwester? Sag doch mal. Also, Miss Peggy, würden Sie mir etwas über Exquisites erzählen? Billiger, kleiner Bastard. Alles, was er und seinesgleichen wollen, ist, uns echten Amerikanern die Arbeitsplätze wegzunehmen. Miss Peggy, wann haben Sie zum letzten Mal Amerika gesehen? 1973, verflucht. Und was geht dich, klein Alter, das an? Hat es Ihnen jemals leid getan, eine Frage gestellt zu haben? Kommt drauf an, aber... Na klar, der hat ein verdammtes Hobby. Hobby? Aber das sieht man mal, ne? Die nehmen uns die Arbeitsplätze weg. Das ist halt, ne... Ja, was soll ich sagen? Das ist halt Klischee, ne? Das ist halt, passt immer, ne? Totaler Schwachsinn, aber ja, so pass mal auf, Kombination, die haben wir natürlich schon, 90, 60, 90, das haben wir selbst rausgefunden, beziehungsweise in meiner grenzenlosen Intuition bin ich von alleine, ne, bei diesen Vorgaben draufgekommen, also so schwer war es ja auch nicht so. Ich bekomme X mit Schrank nicht auf. Kennst du die Kombination? Klar, Nusskorb. Hättest du mich auch früher fragen können. Ja, stimmt. 90, 60, 90. Liegt ja auf der Hand. Na eben. So, pass mal, was ist denn das Hobby von Exquisite? Was ist Exquisites Hobby? Ew. Dieser Exquisites ist ein perverser kleiner Klettert immer durch die verfluchten Geheimgänge im Schiff. Spioniert den zahlenden Passagieren nach. Der kleine Ist das legal? Du meinst, ist er legal hier? Zur Hölle natürlich nicht. Aber das hält den kleinen Sch*** natürlich nicht davon ab. Ich möchte mal wissen, was der mit den ganzen Fotos anfängt, die er so knipst. Ich würde mal auf Erpressung tippen. Ich auch. Ja, ja, blöd ist sie nicht, die gute Peggy, ne? Also sie kennt sich da schon aus, ne? Ja, was hat er denn für Bedürfnisse, Schwester? Also wir wissen, du bist da eine Regenkunde, ne? Auch wenn du ihn nicht wirklich leiden kannst, wie du sagst, aber du kaufst doch regelmäßig Fotos bei ihm, das hat er uns zumindest erzählt. Gibt es etwas, das Exquisites braucht? Etwas, womit ich ihm einen Gefallen tun könnte? Ich habe keine Ahnung, ob er was braucht, aber ich weiß, was er will. Und das ist bestimmt kein Schäferstündchen auf meiner Das verwundert mich jetzt nicht wirklich, Peggy. Du gehörst ja auch mir, ne? Das bleibt nicht aus. Gibt es denn etwas, das Exquisites haben will? Du einfältiges Stück Fällt dir denn gar nichts ein? Er will unbedingt einwandern, okay? Aber er hat keine verdammte Chance, weil er keinen verdammten Pass hat. Einen Pass? Wie? Naja, sowas sollte sich doch auf einem Kreuzfahrtschiff auftreiben lassen. Du bist schon ein besonders blödes Stück Waldung, was? Weißt du schon nicht mehr, was mit den ganzen Pässen passiert ist, als ihr Löcher an Bord gekommen seid? Natürlich nicht, schwach. Wahrscheinlich warst du gerade damit beschäftigt, den feschen Offizieren hinterher zu hecheln. Ja, ja, das ist dann, ich habe übrigens eine neue Mütze für die, die es interessiert und für die, denen es aufgefallen ist. Gut, also die Pässe haben wir natürlich abgegeben. Musste, glaube ich, bei der Kreuzfahrt immer. Ich habe noch nie eine Kreuzfahrt gemacht, insofern weiß ich das nicht. Wir können ja mal nachfragen. Pässe? Oder Pass? Wir machen mal Pässe. Ich habe keinen verdammten Schimmer. Okay, und Pass? Ich hab keinen verdammten Schimmer. Sie hat also keinen verdammten Schimmer. Dann sagen wir es mal. Peggy Babies, war wie immer wunderbar, sich mit dir zu unterhalten und... Wir sehen uns später, Miss Peggy. Mhm. War mir ein verfluchtes Vergnügen, du Schreck. Okay, so, und dann ist mir noch was eingefallen. Am Sonntag, Leute.
Jawohl, am Sonntag, live auf dem Promenadendeck, hier boxt der Papst. Erleben Sie das packende Duell gegen den nitrogetriebenen, verwirrten Bischof Drehermann. Karten gelten für den ganzen Sitz, auch wenn Sie vor Spannung nur die Vorderkante benutzen werden. Okay. Ich hatte meine Sniff-Karte, nee, Server Sniff 2000 vergessen und die will ich ja immer dabei haben, ne? Das wisst ihr, liebe Leute, ne? Und insofern, aber wir haben noch ein bisschen, ich habe auch ein bisschen Fanservice hier zu bieten, das muss ich ja machen, ne? Und für meine treuen Zuschauer und die gute BTTN 500, ne? Die gute Tina, ne? Travolta und so, ne? Die war ziemlich heiß auf diesen guten Mr., wie soll ich sagen, Johnson. Wir sehen uns den Knaben nochmal an. Johnson, der Barkeeper, passt in das alte Klischee, wer sich unrasiert schlafen legt, steht auch unrasiert wieder auf. Stimmt. Das ist... Wir quatschen mit dem Jungen nochmal. Hey, Johnson, Mann, wie läuft's denn immer so? Hey. Ich bin's, Larry. Hey, Kumpel. Hey, yo. Wie war doch gleich Ihr Name? Naja, du kannst mich Larryline nennen. Oder du kannst mich Larry nennen. Oder du kannst mich Larry Leffer nennen. Mann, von mir aus auch Mr. Leffer. Oder einfach Leffer. Aber nenn mich nie Blödmann. Okay, na gut, ne, also hier, ne, für BTTN 500 sieht ein bisschen aus wie John Travolta, sagt sie, und ja, so drauf guckt, stimmt's, ne, das heißt vielleicht auch hier, ich weiß es nicht, ne, so, genau, das, ne, wir wissen ja, so eine Riesenerektion, die kann dauern, ne, das wissen wir aus Erfahrung, ne, auch wer noch keine getrunken hat, ne, wie die gute, ihr wisst, was ich meine, wir fragen den Knaben mal nach einer Riesenerektion, die hätten wir nämlich ganz gerne. Oh, Johnson, ich möchte eine Riesenerektion. Da reden Sie mal besser mit dem Captain, nicht mit mir. Nee. Nein, ich meine doch den Drink, einen Cocktail. Ach so, also das könnte was dauern, sind Sie sicher? Ja, ja. Klar, ich warte, kein Problem. Genau, und jetzt, ne, glaube ich, können wir hier raus. Und hier hat er uns ja nicht reingelassen, weil die Frauen da nackt und so, das ist ganz schrecklich und... Okay, seht ihr ein Dildo, Freunde? Ich bin auf der Suche nach Dildo. Ich weiß übrigens, glaube ich, noch, wo einer steckt. Das werden wir auf jeden Fall danach nochmal ausprobieren. Das ist auf jeden Fall... Also das nenne ich doch eine Dose Haarspray. Aber das ist aber sowas von Haarspray. Das ist ihr Kleiderschrank. Offenbar haben die Möpse mehr Klamotten, als du an ihnen gesehen hast. Ich habe gerade ein Dildo gesehen, Freunde. Aber den gucken wir uns gleich an. Das ist... Nein, den müssen wir uns jetzt angucken. Yeah, Baby! Yeah, Baby! Wir haben 30 von 32. Die gute Vampy, ne, macht ja auch einen Countdown, ne, was wir noch brauchen an Dildos. Vampy, wir sind von noch zwei brauchen wir, dann haben wir es geschafft. So, pass mal auf, dann gucken wir mal ganz kurz hier, was haben wir hier? Knopf? An diesem Knopf steht nichts dran. Das heißt, du solltest lieber nicht drauf drücken. Aber ganz sicher drauf. Wer weiß, was dann passiert. Ja, ja, das Risiko gehen wir bei ein, da drücken wir ganz sicher drauf. Was für eine Überraschung. Du hast einen nicht gekennzeichneten Knopf gedrückt. Du hoffst, dass nichts Schlimmes passiert. Puh, wieder mal gut gegangen. Man bedenke all die Möglichkeiten, würde der gute Guybrush jetzt sagen. Was haben wir denn jetzt? Gucken wir erstmal hier, was haben wir denn hier? Das ist diese Karaoke-Laserdiscs. Ah. Jedes ihrer Lieder ist auf einer eigenen CD. Cool. Auf einer steht, hör auf zu labern. Deine Zunge tut so gut. Okay, hier sind ein paar schöne Stiefel. Die Möpse haben viele Arten von Schuhen. Alles Stiefel. Das sind nicht viele Arten, das sind viele Schuhe, aber gut. Hier sind ein paar schöne Säckel, ne? Was haben wir da? Karaoke-Anlage. Die Möpse haben eine Karaoke-Anlage mit einer Sammlung der Hintergrundmusik für all ihre Hits. Cool. Sie benutzen sie zum Üben und für kleinere Auftritte wie diesen. Auf diese Weise brauchen sie keine echten Musiker zu bezahlen. Das ist Mann, sehr... ist das mies! Das ist aber praktisch. Pass mal, können wir das spielen? Genau, mal. Was? Oh, oh. Er hatte die Augen vom Vater und das Lächeln vom... Vom anderen Vater. Okay, dichtes Haar und lange Glieder. Dazu sind Liegesitze da. Ich denke wieder an mein Korsett. Du darfst in meinen BH, aber nicht in mein Herz. Woher kommt dein Name? Long Jong. Deine Nase verspricht zu viel. Gedanken sind okay. Mit Haarspray kannst du ihn nicht halten. Also, wir würden gerne, ich weiß es nicht, ist das Erste, das vom Titel fand ich das sehr, sehr amüsant. The first time that I saw space. Das ist kein Spiegel, sondern nur die schwache Spiegelung eines Spiegels. Oh.
Okay. Teilnehmer am Blackjack-Wettbewerb bitte sofort im Casino melden. Sind wir nicht. Es sind noch Tische frei. Okay, was ist das hier für eine Fahne, für einen Teppich? Tritt mich. Oh, was? Tritt mich. Okay, was ist, wird benutzen? Kann ich hier treten? Habe ich treten schon? Das ist mal andere. Das hier mal probieren. Wenn er schon sagt, tritt mich, ne? Okay, kriegt er nicht hin. Na gut, was haben wir hier so alles für schöne Sachen? Oh, was ist das? Die Möpse haben eine Spraydose mit Deo auf ihrem Schminktisch stehen lassen. Okay, meine lieben Leute, und wir wissen ja, haben sie uns ja erzählt, dass da mit Deo und Radlerhosen und Gleitspray, ne, das ist, man bedenke, dass Gleitspray, meine lieben Leute. Klasse Idee. Die Möpse werden den Unterschied nicht merken. Die beiden Spraydosen sehen fast identisch aus. Das ist aber prima und da ist auf jeden Fall Krawall vorprogrammiert. Haben wir sonst noch irgendwas hier? Das ist, den haben wir schon angedeutet. Da oben sind ein paar Prügel. Gewehrhalter. Dieser Gewehrständer bietet mir die ideale Gelegenheit, Ihnen L. Lowe's liebsten Werbespruch für dieses Spiel zu erzählen. Und? Es hat sogar noch mehr von Mist als Doom. Gut, was? Ja, sogar die Marketingabteilung hielt es für einen Flop. Ja, aber was ist das jetzt hier, Haarspray? Können wir das benutzen? Schieben? Klar doch. Schubst dich selbst. Okay, will also nicht. Okay, ja, das ist auf jeden Fall eine amtliche Garderobe von den beiden Möpsen. Ne? Und wir haben jetzt hier auf jeden Fall ein Deodorant. Das haben wir spezial beschichtet, sage ich jetzt mal. Und wollt ihr noch einen Song hören? Pass mal auf, was können wir denn nochmal machen? Okay, pass mal auf, wir machen dichtes Haar. Ah, okay, das ist so die ganze Larry-Musik so. Okay, das ist ein Liegesitz da. Okay, kennt man auch, wir kennen sie irgendwie alle. So, was ist, ich denke, wieder mit meinem Korsett? Ah, das ist das, wenn wir in der Halle sind, okay. Mhm. So, BH. Okay. Mhm. BH, das ist, woher kommt der Name? Ah, oh, das ist bei Hot Wiki, habe ich, glaube ich, die Folge genannt. Hat sich ja doch ein leicht verändert, die gute Dame. Mhm. So, so, und dein Name verspricht so viel. Ja. Okay. So, dein Gedanke, hä? Oh, das ist das Intro vom. So steigt man in das Spiel ein, cool. So, das heißt also, ne, der Gedanke allein langt längst nicht. Okay, aufgedreht und ganz allein. Okay, das war, glaube ich, das war. Genau, das war im Casino. Und das war die Musik aus dem Casino. Und was haben wir hier noch? Der letzte mit Haarspray kannst du ihn nicht halten. Ah, das sind die Möpse. Okay. Gut, dann gehen wir mal wieder raus. Ich glaube, wir haben jetzt erstmal so weit alles gedient, was wichtig ist. Hey, Sie Loser. Was ist jetzt mit dem Drink, den Sie bestellt haben? Ich schreibe ihn mit auf die Kabinenrechnung. Okay. Danke. Hey, meine Banane ist ganz weich und glibberig, mit braunen Flecken. Tut mir leid, mein Junge. Ich mache hier nur die Drinks. Ja, ja, aber du hättest doch eine andere Banane nehmen können, wenn du schon die Drinks machst. Pass mal auf. Wir quatschen nochmal mit dem. Wenn das nicht mein alter Freund der Mixologe ist? Ja, genau. Also, wollen Sie einen Drink oder nicht? Ja, pass mal auf, hier war noch ein Limettensaft. Wir hätten gerne ein bisschen Limettensaft. Entschuldige mal, Johnson, aber ich hätte gerne ein Glas Limettensaft. Nein. Warum nicht? Wir können Limettensaft nicht einfach so ausschenken. Und warum das nicht? Weil er nicht auf der Karte steht. Ach, steht nicht drauf, was? Nee, und was nicht auf der Karte steht, schenke ich auch nicht aus. Nun, wie wäre es dann mit einem Limonen-Ricky, Johnson? Steht der auf der Karte? Ja, klar. Ein Limonen-Ricky. Kommt sofort. Aber lass den Gin weg, ja? Okay, jungfräulich. Aber lass den Soda weg, ja? Okay. Und lass den Zucker weg, ja? Okay. Und lass das Eis weg, ja? Sieh, Alter. Und das Ganze ein bisschen plötzlich, ja? Larry hat sich durchgesetzt. Hier, ersticken Sie dran. Ja, das versuchen wir dann später und, bitte TN hier, da, Tina, da, das ist dein Travolta, ne? Ist nicht der höflichste aller, aber das muss er auch nicht sein. So, pass mal auf. Jetzt können wir hier nochmal irgendwas machen. Ich glaube, mich erinnern. Achtung, bitte. Eine Durchsage. Okay.
Nach einer erfolgreichen nächtlichen Neuverkabelungsaktion ist der Liebesmeister okay, der war wieder alle. Einzelspot wieder für die Bühnenshow. Und bereit okay. zur Liebe. Ja, bereit zur Liebe, das haben wir schon mal gehört. So, können wir das irgendwie nehmen? Immer schön mit der Ruhe. Oha. Oha. Das hat aber ganz schrecklich geklärt. Können wir denn da jetzt vielleicht mal... Wir wissen ja, das muss ein bisschen heiß sein bei den Möpsen und dann das Gleitspray und das ist alles ganz fürchterlich, liebe Leute. Pass mal, wir nehmen jetzt mal hier, wir haben ja noch unsere die Lampe von, als wir Landfleckel gekauft haben, haben wir, wo ist die? Tranchiermesser, da fällt mir übrigens auch noch was an. Limettensaft haben wir, So, Kabinenschlüssel, so Moment, jetzt TLP-Punkte, Schraubenzieher, Salzpulver, Topf, Orgasmuspulver, Schiffskarte, Wer da ist er genau, bin ich dreimal dran vorbei. Ne? Das ist aber eine verschlagene Idee. Ich weiß. Die Voltzahl stimmt, die Fassung passt, aber wird das jetzt nicht ungemütlich warm auf der Bühne? Das könnte passieren, ja, das könnte passieren. Meine lieben Leute, nun, was damit passiert, und da passiert einiges, das garantiere ich euch. Ricky ist da was am Schicken, ne? Das sehen wir dann in der nächsten Folge und ich sage es erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und... Vertraut mir, Freunde, hier wird jetzt in der nächsten Folge richtig der Bär steppen. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Liebe Leute, in diesem Sinne, ab in die Rinde, Freunde. Haltet euch vergangen. Ciao, ciao, sagt euer Speakit 45. Riesenerektion verkostet.